Wir bereiten jetzt parallel das nächste Spiel vor. Derpy Conga wird das sein. Das werde ich sofort starten. Ich will euch jetzt noch mal kurz aktivieren da draußen im Chat, denn ohne Spaß, das Ding hatten wir schon im letzten Jahr auf dem Indie-Game-Fest. Wir hatten es auf der Indie-Arena-Boost. Und ich verspreche euch nicht so viel, wenn ich euch sage, es wird wirklich, wirklich lustig jetzt. Ist ein gutes Ding. Hast du schon mal gesehen? Ich habe es gesehen, im Trailer vor allem und in der Recherche auf den heutigen Tag hin. Und ich war auch auf jeden Fall einfach, es ist einfach knuffig. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders benennen soll. Es ist einfach knuffig, man sieht hier schon, ihr seht es noch nicht, im Haupt mit die süßen Kreaturen auf ein Lagerfeuer starren. Und ich könnte mir den ganzen Tag angucken. Ja, ist cool. Es ist einfach cool. Und du wirst es gleich spielen. Ach ja, stimmt. Und vorher die... Ach, da. Beiden begrüßen, die wir hierzu befragen werden. Ich muss mal hier, das muss ich mal kurz wegmachen. So. Wir wären auf jeden Fall bereit, Jonas und Leonie von GiantDaw zu empfangen, wenn es jetzt losgeht mit Derpy Conga. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Hört ihr uns gut? Wir sehen und wir hören euch. Ich muss das jetzt nochmal gerade erzählen. Das erzähle ich so nahezu in jedem Call. Erstmal schön, dass ihr da seid. Das vielleicht als allererstes vorweg. Wir freuen uns sehr auf Derpy Conga, das jetzt mit euch spielen zu können. Eine Sache. Ich glaube, wenn dieser ganze Videocall-Dingsbums irgendwann mal wieder abnimmt, dann glaube ich, dass die neue Begrüßung auch im echten Leben auf der Straße sein wird. Kannst du mich hören? Du erzählst es wirklich relativ häufig. Ja, weil das ist also, das fällt mir auf, das ist immer das allererste, was man sagt. Vor dem Hallo immer, kannst du mich hören? Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber das, ich glaube, dass irgendwann Sprache verändert sich. Aber wie komisch das wäre. Ja. Ohne Scheiß. Weil man kann sich ja hören. Genau, vielleicht wird die Technik auch irgendwann so gut, dass wir das nicht mehr fragen müssen. Ja, ja, jetzt ist direkt nämlich gerade einmal komplett entgönnt, deswegen haben wir das auch mal kurz gefragt. Aber es funktioniert alles und uns steht nichts mehr im Weg, unser Spiel anzugucken. Genau, let's go. Müssen wir irgendwas einstellen in den Settings oder können wir direkt reinspringen? Nee, können direkt loslegen. Cool. Hier auch wieder mit Ausrufezeichen Derpy Conga kommt ihr an den Wishlist-Link, um auch dieses Spiel zu wishlisten. Macht es doch einfach bitte und unterstützt die Developer, die wir heute alle in der Sendung haben. Just do it! Loading. Was gab's? Ich will einfach mal, einfach nur weil ich neugierig bin und gerade schon wieder diese Kreaturen. Sind es Kreaturen? Wie würdet ihr sie benennen? Sind es Kreaturen? Ach, die Musik, ich krieg direkt Flashbacks, das ist so geil. Wir haben sie lange Aliens genannt, aber jetzt nennen wir sie Freunde. Freunde? Ja. Oh, ehrlich, jetzt mal. Aber guck mal, wie süß. Guck mal, wie knuffig. Hä? Das müssen wir kurz wirken lassen. Oh mein Gott, die Welt geht unter! eine riesen Kokosnuss. Okay. Und der mit seinem Schmetterling. Ach so, okay, naja. Machen wir weiter. Genieße ich meine letzten 5 Minuten mit diesem Schmetterling. Ich wollte fragen, was die Inspiration war für diese Kreaturen. Okay. Gab es da Inspiration? Ursprünglich. Das ist ja auch schon, also wir haben das schon ein bisschen weiterentwickelt, aber das soll natürlich, also wir haben uns, also ich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht am Projekt beteiligt war, aber die Überlegung war, Kreaturen zu entwickeln, die so ein bisschen alienmäßig aussehen und in diese Welt passen und halt auch so ein bisschen niedlich sind. Und ich glaube, das ist am Anfang relativ frei, oder? So ein bisschen wobbly und ja. Das sollte halt lustig aussehen und süß. Es hat funktioniert, sag ich wie es ist. Man sieht jetzt hier, Marci macht sich eine Kette aus Freunden, aus 2 langen Freunden und einem kurzen. Warum macht er das? Was machen wir hier in diesem Spiel? Ich liebe das Design so sehr. Ja, das Ziel ist, seine Freunde von diesem Planeten wegzubringen und zu retten vor der bösen Kokosnuss. Also, nein, vor dem Asteroiden. Vor der bösen Kokosnuss. Aber ich bin nicht der Erste, der sagt, das sieht aus wie eine Kokosnuss, oder? Ich glaube nicht. Fun Fact, haben wir auch einfach das Kokosnuss-Model reused dafür. Ja. Für die Demo jetzt. Genau, aber wir haben jetzt gerade quasi mit der Produktion von dem Spiel angefangen, jetzt im Oktober, und schreiben auch nochmal die Story um. Also das ist jetzt quasi so die Demo-Story, aber da wird sich noch einiges verändern. Der ist aber neu. Die Kokosnuss bleibt auch nicht im Spiel. Ist der neu hier, der Grüne? Der ist ja fast unsichtbar, ist ja gemein. Ja. So, warte mal. Der hat auch eine andere Konsistenz als die anderen. Ja, der ist ganz eklig. Und ja, so kann man es auch sagen. Das ist dein Freund. Ja. Warte mal, slap the green one. Was stand da? Du musst den grün an, die grüne an den Glimmer kleben. Jetzt kannst du den ziehen. Weil das Spiel ist ein Puzzle-Plattformer, oder nicht? Wie würdet ihr es benennen? Ja, so. Kann man, glaube ich, schon mal ganz gut so sagen, ne? Kann man gut so zusammenfassen, ja. Und jeder dieser Freunde hat auch seine eigene Funktion, sieht man jetzt hier. Genau. Jetzt haben wir schon 3 unterschiedliche. Die gelben kann man steuern. Und die Lilanen können gar nichts. Lass los. Ja. Das ist ein bisschen gemein jetzt gewesen. Ich hoffe, die haben das nicht gehört. Ach, ich fühle das mit dem Lilanen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist mein Spirit Animal. Die können gar nichts. Ist ein bisschen klebrig, aber ansonsten macht er nichts. Ach nee, Quatsch, die Lilanen. Sorry. Ja, die sind primär dazu da, dass die Kette länger wird. Aber da kommen auch noch 2 weitere Charaktere oder Charaktertypen dazu, die in der Demo jetzt noch nicht eingebaut sind. Und die auch noch... auch nochmal neu designt werden und alles. Hui. Also so wie die Charaktere jetzt im Moment aussehen, die werden sich auch noch mal ein bisschen verändern, aber die werden im Prinzip auch nur niedlicher und... noch niedlicher! Bist du dran? Ja. Ich habe ihn eingesperrt. Hallo? Ja, du brauchst eine freie Hand, um den... Ah, jetzt. ...an die Hand nehmen zu können. Angepatcht. Er gibt soweit Sinn, muss ich gestehen. Oh, das ist noch so ein nutzloser. Im Chat wird schon gesagt, Ausrufezeichen Ticket, irgendwie 20 Zahlen, 4.700.000 haben will, auf ja, jeden Fall. Alle wollen es haben. Oh. Leute können dem nicht widerstehen. Ich war schrecklich kurz umgefallen. Das ist nicht passiert. Du hast gerade Fuck im Fernsehen gesagt. Ja, das passiert schon mal. Bei so einem freundlichen Spiel. Du hast gerade weitere Charaktere erwähnt. Kann man da schon ein bisschen was anteasern? Also was ist da noch in der Planung? Was wird noch an Mechanics vielleicht auch dazukommen durch die Charaktere? Oh je. Also wir hatten noch 2 Charaktere geplant. Einer davon ist im Moment geplant, dass das zum Beispiel eher so ein Feuertyp ist. Vielleicht kann man ein bisschen Sachen in Brand stecken dann. Das ist aber nicht mehr so freundlich. Ja, das ist ja alles dem Leveldesign zuträglich, also dass man eben durch das Level kommt. Und der andere Charakter war eher so der... Ja, so ein größerer, ja. Wie so ein großer Yeti oder so, der entsprechend schwerer ist und so und den man dann quasi mit der Physiksimulation ein bisschen besser ausnutzen kann. Zum Beispiel kann man irgendwo oben an einem... Hang, ich muss gucken, dass ich in der Kamera bin, da. Hang platzieren und sich dann so runterlassen. Das waren so. Warte mal. Aber da müssen wir auch mal noch gucken, ob wir das nicht nochmal komplett umwerfen und irgendwie nochmal was anderes machen. Aber wahrscheinlich wird das erstmal geprototyped und dann mal gucken, was man dazu machen kann. Im Chat wird gefragt, können die sich auch stapeln? Oder geht's nur in die Horizontale? Es geht nur in die Horizontale. Wir haben auch irgendwie teilweise darüber nachgedacht, ob man einen Freund hat, der mehr als 2 Arme hat, wo man dann quasi noch einen weiteren Undock-Punkt hätte. Das haben wir noch nicht weiter verfolgt. Ich finde es übrigens einfach nur perfekt, dass einer von diesen nutzlosen Lilanen einfach auch falsch rum in dieser Kette steht. Ja. Das bist du, Marci. Der einfach nur denkt, nein! Der einfach nur denkt so, ich weiß nicht, wo wir hinlaufen, aber ich bin dabei. Es gibt immer diesen einen Freund in der Gruppe, der einfach überall mitgeht und keine Ahnung mehr warum. Ja, genau. Was mich gerade interessiert, natürlich Rätsel, wie schwer soll das Ganze werden? Also, ich finde es schon sehr schwer. Habt ihr da was im Blick? Soll das für erfahrene Spieler sein, auch irgendwann die Level, oder soll das sich mehr an Casual Gamer richten? Was ist da so euer Ziel quasi? Soll auf jeden Fall casual bleiben. Nicht schwerer als das, was wir jetzt hier gerade haben. Das ist auf jeden Fall das ist schon Limit. Eventuell schon ein bisschen zu kompliziert. Mal gucken. Aber hauptsächlich soll es nicht von dem Puzzle nicht schwierig werden, sondern eher lustig dadurch zu manövrieren und dann vielleicht ein bisschen schwieriger auch das umzusetzen, was man vorhat umzusetzen, weil irgendwelche Leute irgendwo hinlaufen und so. Und irgendwo runterhängen oder jetzt sind schon Leute und nicht mehr Freunde. Da ist schon so die De-Emotionalisierung am Start. Ah, warte mal, die muss ich jetzt hier hinziehen. Kann ich das hier bis hier hinziehen? Was ist das denn hier? Bestimmt. Oh, warte, da stand was. Du musst es umgreifen. Ja. Was? Genau, du musst es umgreifen. Hast du mit dem rechten Trigger kann man den Kreis wieder aufmachen. Was muss ich machen? Du musst einmal da rumlaufen. Und jetzt. So was? Einmal Händchen halten. Genau. Aha. Guck mal. No, es sieht einfach schon süß aus. Ist auch eine schöne Message. So, dass man gemeinsam mehr erreichen kann oder dass man eben gemeinsam weniger gut koordiniert irgendwo langlaufen kann. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen Teambuilding hier. Also das könnte man mal so, keine Ahnung, als Weihnachtsevent, als Weihnachtsfeier könnte man Derpy Conga spielen. Gemeinsam. Weil ihr habt ja, wird dann der Multiplayer. Genau, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja Multiplayer geplant. Oder genau. ist das schon drin? Wir haben jetzt hier, hier ist so eine, Pre-Alpha-State quasi drin. Da muss man dann 2 Controller auch angeschlossen haben, damit quasi die Option da im Menü freigeschaltet wird. Mhm. Und dann kann man schon mal zu 2 testen. Der Plan ist, das für 4 Leute zu haben. Ach je. Und dann wird es schon ein bisschen chaotisch, oder? Wie soll das denn aussehen zu 4? Das wird schon chaotisch. Mhm. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was ist das hier? Ich glaube, das haben wir im Trailer-Ausschnitt gesehen. Wie du dich jetzt hier von der einen Insel zur nächsten... Oh Gott, ist das invertiert? Das ist invertiert! Warum ist das invertiert? Oh Gott, nein! Hä, ist es anders jetzt? Du hast mit dem Bumper von dem Controller, kannst du die beiden gelben durchwechseln. Ja. Und guckt der in die andere Richtung? Nee, das sollte nicht invertiert sein. Okay, es war kurz invertiert. Das ist auch eine Frage, ob man die Freunde neu sortieren kann. Also man kann die Control umlegen von den Orangenen. Man sieht ja auch, dass die eine Antenne von dem leuchtet. Du hast deine ganzen Freunde ertrinken lassen. Warum? Was bist denn du für ein Freund? Ich gehe mit dir nirgends mehr hin, wo Wasser ist. Der steuert mich immer weg. Ja, aber... Du musst dich. Oh, dass sie schreien so süß, wenn sie sterben. Daniel, man kann nicht süß schreien, wenn man stirbt. Achso, okay. Stimmt, die kommt immer wieder. Gibt's eine Idee? Wie kann ich den lenken? Ja, du musst dich halt, genau, du musst den. Hast du schon mal irgendwas geflitscht? Ach, das ist eine Flitsche. Ich glaube, es ist so ein bisschen Physik-based auch, ne? Ah. Wohin du so kommen möchtest. Jetzt bist du da oben auf dem Berg. Ja, aber da wollte ich ja hin. Nee, wolltest du da hin? Oh, hier ist nämlich Ellie. Noch ein neuer Freund. Noch so ein gelber. Bist du schon an mir? Nee. Nee, du musst. Guck mal, wie er seine Hand ausstreckt. Oh, guck dir an, wie knuffig das ist. Ich bin wirklich einfach großer Freund der ganzen Optik. Ich flitsch mich nochmal rüber hier. Flitsch dich mal. Ich weiß jetzt, wie es geht, nämlich, Daniel. Ja. Hallo, Leute. Wie lang ist das Level, was wir jetzt hier spielen können? Kann das Marcy schaffen in der Zeit, die wir noch haben? Na klar. Ja, wenn er sich klug anstellt? Das Ende. Oh nein. Okay. Oh nein. Genau, da geht's dann quasi zurück. Ist noch dieser eine Schlenker darüber. So. Ja. Aber ist natürlich der härteste Teil von diesem Level. Oh, Marcy! Mm. Das ist aber auch direkt Massenmord mit jedem Tod. Das ist ziemlich schlimm. Oh, jetzt aber. Jetzt aber! Könnte man rein theoretisch so direkt da drauf sich schleudern? Dass man direkt wieder im Kreis ist? Von Schleuder zu Schleuder, meinst du? Könnte man schon schaffen. Aber warte, hier will ich gar nicht hin. Wenn man krasser wäre als du, dann könnte man das schaffen, Marcy. Aber du machst es schon gar nicht so schlecht. Ja, wollte ich gerade mal sagen hier. Aber wäre es für uns möglich? Wir haben beim Testen auch noch nicht hinbekommen. Okay. Aber wir haben es heute geschafft, dass sie sich stapeln. Was nicht so richtig geplant war, aber es sah witzig aus. Hui. Okay, was ist das? Eine Kugel an sich. Muss ich die auch einkreisen? Jetzt nimmst du die mit und machst damit das Tor kaputt, vermute ich. Aber erstmal ist das egal, wenn der noch steht, bestimmt. Ja, ansonsten schreit er halt lustig und beschwert sich. Oder muss ich das Symbol malen? Vielleicht muss ich das Symbol malen. Ah. Ist er auf dem richtigen Dampfer oder ist das völlig falsch? Ja, ist das schon richtig so. Aber ich habe schon hier rumgekritzelt jetzt. Stern. Apropos Malen. So. Und dann noch das hier. Und dann muss ich hier noch so einen Zacken. Und dann muss ich noch sowas hier machen. Wie genau muss es werden? Ist Marcy jetzt für immer so vor der Tür ausgeschlossen? Ich glaube, wir müssen neu starten. Nein. Ehrlich? Nein. Okay, warte mal. Den Kreis nee, ich mach das jetzt so direkt so. So. Und dann so. So. Und dann so. Jetzt wird's. So. Ihr seht das nur noch nicht. Ja, und wieder, also ist so ein bisschen... So. Hä? Oh, was? Ja, ich sag's doch. Ja, klar. Klar war das ein Stern. Sah ganz genauso aus. Ja, finde ich nämlich auch. Im Chat wird gefragt, Teufelsanbetung. Was? Passt zum Look. Einfach nur das einfachste Symbol zum Testen. Mhm. Ja, bei Marcy sah es halt ein bisschen gruselig aus einfach. Oh, was ist mit dir? Hier ist die Tür. Wie sie sich auch dann in Reihung wieder aufstellen. Warte, so. Ich muss den durchswitchen. Jetzt? Nee, der bin ich. Oh Gott, oh Gott. Oh, kann das gut gehen, ist die Frage. Ich will der ganz... Ah, jetzt bin ich der ganz aus. So ist gut. Oh, guck mal, schön. Guck dir auch an, wie süß die laufen. Ich bin wirklich einfach von der Optik komplett eingefangen. Okay. Hui. Jawollo. War das Geräusch gerade... Okay, das war im Spiel. Gut. Oh je, oh je, oh je, oh je. Der Arme da hinten. Lass mich nicht los! Nee, ich will der ganz außen sein. Bin ich jetzt? Nee. Jetzt? Nee. Jetzt auch nicht. Wie lang kann so eine Kette werden? Habt ihr schon mal versucht, die Kette so lang wie möglich zu machen? Ja, ich glaube, so bis 20 sind wir schon mal gekommen. Ja, irgendwann haben wir ein Problem mit der Kamera, dann zoomt die nicht weit genug aus. Mm. Oh, der Zipfel ist nicht im Moment der Faktor. Geplant sind eigentlich so 15 um den Dreh rum pro Level. 15? Wie viele haben wir jetzt gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, der Mond kommt schon. Relativ viele. Oh, bist du jetzt abgehoben? Kannst du mit... Jawollo, rein da. Oh, guck mal. Zack, alle gerettet, glaube ich. Würde es sonst gehen, wenn ich noch nicht alle gerettet hätte? Nee, sonst wird es gar nicht hochgehen. Mhm. Also, niemand wird zurückgelassen. Alle muss man natürlich nicht retten in der Demo. Aber immer doch niemand zurücklassen. Ein Großteil. Ich glaube, du hast aber alle erwischt. Ja. Gibt's einen Zeitfaktor mit dem Mond? Stürzt er einfach irgendwann ab? Nee. Das haben wir auch überlegt, ob wir sowas einbauen wollen. Deswegen schreiben wir jetzt auch nochmal in der Story rum. Mhm. Aber eigentlich soll das kein Spiel sein, was jetzt so gehetzt abläuft, sondern... Ja, ich habe ein Problem hiermit. Du brauchst eine Hand, um diesen Griff da zu greifen. Ah. Also. Ach, den Griff? Ja, guck mal. Ach so. Greif ihn. Ich dachte, ich muss zu dieser Leiter. Und jetzt? Oh, guck dir das an! Oh, bin ich begeistert, wie sie abheben. Und die Füße einfahren. Ist da drin überhaupt genug Platz? Ja, natürlich. Siehst du das nicht? Naja. Klar, siehst du. Na, super. Oh, das ging schnell. Hier im Chat wurde gerade gefragt, habt ihr die Sounds selber aufgenommen? Und wenn ja, wer war es von euch? Ja, die haben wir selber aufgenommen. Genau, wir haben mit dem Wadim Nickel, ich glaube, der ist auch in den Credits, zusammengearbeitet, allerdings also für die Sound und die Musik hat er auch gemacht. Die Stimmen von den Charaktern sind allerdings, glaube ich, von anderen Freunden, da hat die da so ein bisschen aufgenommen und dann wurden die so zusammengemixt. Also echte Freunde? Echte Freunde. Echte Freunde. Guck mal, ich bin jetzt der mit dem Reifen auf dem Kopf. Und jetzt fragen wir uns beide, was hier los ist. Wir probieren mal den experimentellen 2-Spieler-Modus aus. Ich liebe das, dass er sich danach weiter sein Schmetterling anguckt, als wäre es halt... Ja, ist halt mein Schicksal. Ich mag ihren Gesichtsausdruck einfach so sehr. Und er ist wieder bei seinem Schmetterling. Er ist akzeptiert. Ich glaube, dem ist das gar nicht so bewusst, was hier passiert. Oh! Nee, lass mich los! Ich habe nichts gedrückt. Okay. Ich hab's noch nie gesteuert, deswegen muss ich gerade mich erstmal orientieren. Ja, warte mal, du läufst da lang, ich probiere einen anderen Weg. Wie denn? Wo soll ich denn? Lass mich los! Ach, du hast mich doch angepackt! Pack mich nicht an! Ich gehe jetzt zu dem Schmetterlingspark. Ja. Ich bin links übrigens. Ich bin rechts mit dem Reifen. Oh, jetzt habe ich einen Freund. Es fühlt sich einfach sehr schön an zu spielen. Muss ich gestehen. Wer mehr sammelt, ist es kompetitiv? Nee, ihr müsst schon noch alle retten. Ach Quatsch. Okay, nee, das heißt, ich komme jetzt ein bisschen zu dir, Marci. Oder ich versuche, Daniel ins Wasser zu schubsen. Nein, Mann, der macht das nicht. Das ist ein kooperatives, schönes Spiel. Hier komme ich noch nicht rüber, ne? Hallo, nimm mich. Das funktioniert ja nicht. Er fasst mich nicht. Lauf noch mal weiter raus und wieder rein. Ja. Also von dem weg, da gibt es so eine Range, jetzt kannst du wieder zurücklaufen. Oder den na toll. Absichtlich habt ihr mich hier in die Irre geführt. Guck mal, mich mag er, dich mochte er einfach nicht. Klaust du gerade mir meinen Nutzlosen? Nee. Ich hab dir deinen Nutzlosen geklaut. Zack. Er will mich nicht. Ja, du bist halt einfach, ich finde eher Freunde als du. Guck mal da. Zack. Oh nee, ich bin für immer allein. Einsam bist du. Ich glaube, das ist ein Bug. Überleg dir, was du getan hast. Könnt ihr nochmal zusammen die Kette bilden und nochmal auseinander? Eventuell resettet das. Ja, wo bist du denn, Marci? Ich weiß nicht. Hier bei dem... Wo bist du? Ich komme jetzt mal um den Stein gelaufen. Welcher Stein? Bist du auf einer Brücke? Nee, du bist... Ich laufe jetzt gerade... Ah, da bist du. Hallo! Hi! Ich will dich nicht anfassen. Warte mal! Ich will das nicht! Ich will auch nicht dich anfassen, nur die anderen. Okay. Oh, guck mal. Habe ich jetzt die Steuerung oder kämpfen wir beide um die Steuerung? Ich glaube, wir kämpfen um die Steuerung. Hier lang! Hier lang! Nein! Hier lang. Ich will hier lang! Nein, hier lang geht's! Hier lang geht's. Guck mal, das passiert, sobald man zu zweit ist. Ja, es ist auch hier im Nörsterbüro immer so. Sobald man zu zweit an Projekt arbeitet... Ja, sobald man sich an den Händen hält, kann man nicht mehr loslassen und beide wollen in eine andere Richtung. Genau wie hier. Oh, ist das schön. Und es soll mit bis zu 4 Spielern dann spielbar sein, habt ihr gesagt? Unmöglich wird das sein. Ja. Es wird einfach sehr lustig, glaube ich. So, Grüner, nimm mich. Ich werde für immer allein. Ja, das wird halt richtig chaotisch lustig. Sie fassen mich nicht an. Sie strecken die Hände aus, sie wollen, aber es ist ihnen nicht... Ah, ich falle! Nein! Lass mich! Guck mal, der eine da oben denkt sich so... Warte, ich rette dich, Daniel. Ich halte dich fest. Oh nein! Oh, ich bin lieber gesprungen, als dass du mich rettest. Was sind die nächsten Ziele mit Derpy Conga? Was passiert als nächstes und wann ist das endlich komplett für die Öffentlichkeit? Ja, also wir haben jetzt durch die Film- und Medienstiftung hier Geld bekommen und können das Spiel komplett produzieren. Das heißt, wir haben jetzt im Oktober angefangen und planen dann so im September, Oktober nächstes Jahr das Spiel fertig zu haben und rauszubringen. Genau, und jetzt sind wir gerade quasi dabei, haben jetzt nochmal so alles neu aufgesetzt, Sachen, die wir mochten, behalten und andere Sachen weggeschmissen. Und haben jetzt quasi gerade so, sind dabei, die erste Welt quasi mit den ersten paar Leveln fertigzustellen. Mhm. Wie wird das aussehen? Bereisen wir im Grunde jetzt Planet für Planet und überall geht die Welt unter? Oder unterschiedliche Biotome und alles? Genau, also auf jeden Fall so von Planet zu Planet und die haben dann auch unterschiedliche Biome, so dass es zu den Charakteren Sinn macht. Zum Beispiel der Grüne würde jetzt hier nicht auf diesem Grasplaneten mit den anderen leben. Und ja, für die Story sind wir noch am Abstimmen, was uns so am besten gefällt. Es wird nicht ein Asteroid stürzt auf jeden Planeten. Ja. Genau. Aber da können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen. Hier wird gerade gefragt... Ja, sorry. Nee, selber sorry, aber... selber sorry. Hier wird gerade gesagt, lokaler oder Online-Koop? Wird gefragt. Auf jeden Fall ein lokaler Koop. Der dann... Genau, also online kriegen wir, glaube ich, nicht hin, so mit den 4 Leuten, die wir jetzt sind. Ist ein ganz anderes Level, als wenn man einfach einen zweiten Controller dazu nimmt und quasi den doppelten Input hat. Genau, aber es wird auch für die Switch rauskommen, das heißt, da wird das, glaube ich, lokal ganz gut funktionieren. Ja, da gehört das hin. Ja. Genau, sind wir noch am Überlegen und am Tüfteln, ob wir es hinbekommen, dass man quasi dann nur mit dem einen Joy-Con steuern kann. Da fehlt uns zwar so ein Stick, aber vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Das wäre dann ganz cool, dann kann man quasi das auf den Boden stellen und mit 4 Leuten jeweils so einen kleinen Controller spielen. Ja. Ja. Genau. Leonie, du wolltest doch irgendwas sagen. Wir werden auch nochmal ein bisschen verändern und das Environment natürlich auch. Wir werden ja unterschiedliche Planeten machen, aber genau, also es wird auch ein bisschen Variationen geben bei den Charakteren und wahrscheinlich auch ein bisschen Sachen, die man dann dekorieren kann oder so. Ja, genau. Mehr Details. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie es am Ende aussehen wird, wie knuffig ihr es noch machen könnt. Ich möchte noch mal gerne auf den Wishlist-Link hinweisen. Als Ausrufezeichen Derpy Conga gerne einmal wishlisten, auch wenn es noch ein bisschen hin ist zum Release. Ne? Aber wie gesagt, man glaubt gar nicht, wie sehr das aushelfen kann. Ja, und das hilft uns auf jeden Fall sehr. Das zum einen und ein bisschen ist zwar noch hin, aber ihr habt euch jetzt quasi im Team verdoppelt. Ihr seid jetzt zu 4. Und du hast ja schon gesagt, durch die Förderung der Film- und Medienstiftung könnt ihr jetzt Vollzeit an dem Ding arbeiten und es fertig machen. Was, glaube ich, erst einmal, wie fühlt sich das für euch an, so als letzte Frage? Weil das ist, glaube ich, der Moment, wo es jetzt, also ich kann mir richtig vorstellen, wie es sich anfühlt, zu sagen, so, jetzt geht's los. Ja, so war das auch. Das war echt schon sehr geil. Also wir haben das ja jetzt 2 Jahre so nebenbei immer irgendwie einen Tag, mal vielleicht mal 2 Tage und ein bisschen am Wochenende gemacht. Und dann ist das immer sehr zusammengefercht und man hat immer irgendwie sehr wenig Zeit, hat einen großen Plan und will irgendwie ganz viel machen und kommt sich immer sehr langsam vor. Und das geht jetzt viel schneller. Also wenn man 5 Tage die Woche wirklich dran am Stück arbeiten kann, dann schafft man auf einmal das, was man sonst irgendwie in 4 Wochen gemacht hat, an einer Woche durch. Das ist ziemlich geil. Ja. Christus schreibt gerade... Achso, sorry. Nee, mach ruhig weiter. Das ist der leichte Delay, den wir haben, ja, den wir haben im Gespräch. Das macht es so ein bisschen schwierig an der einen oder anderen Stelle. Ich wollte nur eben kurz erwähnen, was der Christus im Chat geschrieben hat. Unbedingt ein Wasserlevel einbauen. Jeder liebt Wasserlevel, vor allen Dingen, weil die ja nicht schwimmen können. Stelle ich mir jetzt besonders hervorragend vor. Ah! Aber das Geräusch ist einfach auch wirklich knuffig. Ja. Super. Mega cool. Haltet die Welt auf dem Laufenden, wie es aussieht mit Derpy Conga, wie ihr vorankommt. Ich kann mir nur vorstellen, dass das sehr gut funktionieren wird und dass die Leute sich darauf freuen, wenn das da ist. Es macht jetzt schon super viel Spaß. Das muss man sich ja vorstellen, wenn man nur zuschaut, jetzt gerade zu Hause. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, dass wir ein Dauergrinsen hatten bei der Steuerung, weil es einfach so, auch wenn es ein bisschen awkward ist, weil die sich ja auch so teilweise machen, was sie wollen und laufen dann da lang, aber ich glaube, diese Stimmung, die möchte auch hervorgerufen werden. Und es sieht halt einfach so herrlich dämlich aus, dass es macht einfach Spaß. Ja, kann man auch sehr gut an. Cool, ja. Macht auch Spaß zu entwickeln. Ja, glaube ich. Cool. Wunderbar. Ja. Genau, den Link haben wir geteilt. Ja. Wir bedanken uns bei euch beiden, Jonas und Leonie, ja, dass ihr Zeit hattet, für das Indie-Game-Fest digital Derpy Conga zu zeigen. Letztes Jahr wart ihr ja schon mit dabei. Da haben wir das allererste Mal das Spiel gesehen. Indie-Arena-Boost, da sind wir uns auch wieder begegnet. Zwar nur indirekt, weil wir in der Technik waren. Aber auch da hatte ich wieder große Freude, es zu sehen und zuzuschauen, wie es gespielt wird. Ja. Cool, ja. Cool, dass ihr dabei wart, ihr beiden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein konnten. War sehr cool. Wunderbar. Dann habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Ja, danke, gleichfalls. Ciao.